war es dann wieder komplett. Ich kann euch wirklich sagen, in diesen 22 Jahren, in denen ich jetzt lebe, habe ich echt gelernt, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Man Listen, baby, what I say. You know that there is no one else. All I want is that you stay. Hey Leute, was geht ab? Zurück zu einem neuen Video von uns beiden. Heute haben wir ein neues Mukbang für euch und wir sind bei... Ja, ihr habt im Hintergrund schon den McDonald's-Mitarbeiter gesehen. Wir sind bei Mc's. Wir waren gerade im McDrive, haben uns erstmal ein 20er Chicken Nuggets gegönnt, Pommes und zwei Milchshake. Und ich habe mir noch einen Burger geholt. Und das fooden wir jetzt und reden heute über das Thema Fake Friends. Das habe ich euch im letzten Mukbang gefragt. Der lässt jetzt nicht wirklich hier den Mülleimer, oder? Doch. Egal, ich habe euch im letzten Mukbang gefragt, ob ihr da Bock drauf habt. Habe euch nach Fragen gefragt und ich würde sagen, wir legen los mit dem Video. Oder hast du noch was zu sagen? Nee, ich habe nichts mehr zu sagen. Weißt du, wie das schmeckt? Hm? Das schmeckt nach Kaffee. So viele Fragen, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Weil Fake Friends halt ein Thema ist, was irgendwie jeden schon mal beschäftigt hat oder wenn nicht schon beschäftigt hat, dann wahrscheinlich in der Zukunft beschäftigen wird. Wie merkt man, dass man Fake Friends hat, Bio? Fangen wir mal damit an. Ich esse mal nebenbei meinen Burger. Ich habe mir so einen Chili Cheeseburger geholt, habe ich noch nie gegessen. Ich weiß es nicht. Du hattest doch auch schon mal Fake Friends. Ja, wie habe ich das denn gemerkt? Weiß ich nicht, ich habe mich ja dann mit denen gestritten. Da habe ich ja nichts wirklich gemerkt dann. Ich glaube, man merkt das auch oft, wenn man sich dann streitet. Heißt es streitet? Ja. Das zeigt nochmal den Charakter einer Person, der Streit. Ich habe es auch schon ganz oft erlebt, dass ja, ich glaube, so habe ich dann, so war es bei mir auch. Leute, die so meine, wirklich meine Close Friends eigentlich waren, also mit denen ich echt sehr eng war, wenn wir uns gestritten haben, dann auch so Sachen zum Beispiel gegangen sind, wie wo sie halt wussten, sie verletzen mich damit, wisst ihr? Und das sind für mich keine Freunde. Auch klar, man streitet sich mal, ist ganz normal. Aber dann gehe ich trotzdem nicht unter die Gürtellinie. Wisst ihr, was ich meine? Zum Beispiel früher wussten alle meine Freunde, dass mich der Mutter mal auf meiner Nase extrem getriggert hat und extrem gestört hat. Das wusste jeder. Und dann habe ich mich mit einer Freundin gestritten und dann ist sie halt so darauf gegangen, so ja, mit dem hässlichen Muttermal und was weiß ich, so weißt du? Das hasse ich auch. Weil das ist so eine Nummer zu viel. Wenn man nichts weiß, wie man einen so beleidigen kann, haut man sowas raus. Also ich muss sagen, der Burger ist geil, aber die feiere ich nicht so. Ja, assi, wenn man dann so unter die Gürtellinie geht. Ja. Ja, aber wie merkt man das? Was sind so Anzeichen dafür, dass jemand ein Fake-Friend ist und kein True-Friend? Ich würde sagen, wenn man in der Öffentlichkeit steht, so wie wir, dann auch vielleicht, wenn man als fragt, ob man mal Werbung machen kann, weißt du? Ja, das auch, aber das betrifft ja nicht die Normalos, sag ich mal. Nicht, dass wir jetzt unnormal sind, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, ich habe das damals auch so gemerkt, so gerade wenn du in der Schule bist, dass dir dann so erzählt wird, ja, die und die hat über dich gelästert. Weißt du? Klar, man kann das nicht immer auch glauben. Man muss auch gucken, was man da glauben kann und was nicht, weil es gibt auch viele Hetzmäuler in den Schulen und so. Aber sowas zum Beispiel ist ein Anzeichen dafür. Oder auch für mich sind auch keine Freunde, wenn man beleidigt wird in der Schule und die dann eigentlich verteidigen. Ja. Aber das muss man auch wieder von der anderen Seite sehen, weil es gibt ja auch Menschen, die sind schüchtern zum Beispiel, die trauen sich nicht da was zu sagen. Ja, aber manche machen ja dann noch mit und lachen dann noch mit. Ich habe diese Jalapeno gegessen. Wenn dir deine beste Freundin kaum einen Freiraum gibt. Okay, das ist jetzt vielleicht eher nicht so. Das ist jetzt vielleicht nicht so richtig Fake-Friend-Schiene. Aber ich hatte das auch schon. Wenn ich eine Person so vereinnahmen will und so einengt. Da bin ich ganz weg. Da bin ich richtig raus, bin ich da. Wenn man sich jeden Tag so. Wenn man sich jeden Tag trifft und nicht mal eine Sekunde lang aufs Klo gehen kann, ohne dass die andere Person mitkommt. Das ist ein schwieriges Thema. Es kommt halt darauf an, was für ein Mensch du bist. Viele mögen das ja auch, wenn man richtig close ist und jeden Tag miteinander und das machen und alles zusammen machen. Aber viele stört das halt auch. Was ich zum Beispiel auch schon übel oft in meinen Freundschaften erlebt habe, gerade so in der Schulzeit, mittlerweile nicht mehr, aber in der Schulzeit so, dass wenn ich was mit anderen Freunden gemacht habe, so meine besten Freunde dann sauer waren.
und angepisst auf mich. Ja, das bin ich auch. Bist du? Mhm. Echt? Also nicht mit anderen Freunden, aber es fuckt mich ab, wenn die was mit Leuten machen, die ich nicht mag. Und dich dann so mehr oder weniger ausgrenzen und mich fragen, ob du auch mit. Da habe ich Angst, dass sie dann über mich lästern. Das ist schwierig. Das ist wie mit einer Beziehung, weil in der Freundschaft gibt es auch Eifersucht. Weil man sich ja so eigentlich dann auch gut versteht und dicke ist und voll eng miteinander ist. Und dann, wenn dann jemand anders plötzlich kommt, klar, da gibt es Eifersucht. Ich weiß nicht, was macht man, wenn die beste Freundin einen so einengt? Ich würde dir das irgendwie sagen, Ma. Ihr das irgendwie versuchen beizubringen, ohne sie zu verletzen, was würdest du sagen? Das ist gar nicht so einfach. Mm-mm. Ich weiß nicht, ich würde irgendwie sagen, hey. Nein, Spaß. Ich würde sagen, dass mich das ein bisschen nervt. So. Ich würde irgendwie so sagen, hey Girl, irgendwie ist mir das so ein bisschen zu viel. Das ist gar nicht böse gemeint. Und ich hoffe, du bist auch nicht sauer jetzt oder so, aber wir sind ja beste Freundinnen und ich denke, wir können uns alles erzählen. Irgendwie ist mir das momentan echt zu viel und ich brauche mal so ein bisschen Abstand und Freiraum, weil ich Angst habe, dass unsere Freundschaft sonst kaputt geht. Irgendwie ja, sowas. Genau. Ich glaub, das aber ist ich normal. Kann sowas nicht sagen. Ich eigentlich auch nicht, aber man muss so Sachen ansprechen. Ich habe das schon so oft erlebt, dass Freundschaften kaputt gegangen sind, weil man Sachen einfach verschwiegen hat und in sich reingefressen hat. Und das ist so ein schlimmer Fehler. Ich habe das auch so oft gemacht. Ich mache das nicht mehr. Wenn mich was stört, sage ich das einfach. Wie cuttet man Fake Friends am besten off, ohne viel Drama drum zu machen? Und zu diskutieren und so. Das haben ganz viele gefragt, wie man am besten so eine Fake-Friend-Freundschaft, wenn man das schon erkannt hat, wenn man den Punkt ist und sagt, ey, das sind Fake-Friends, mit denen will ich eigentlich nicht mehr sein, wie man das am besten beendet, ohne jetzt ein riesen Ding daraus zu machen. Ich glaube, es wird schwer, das zu beenden, ohne ein riesen Ding draus zu machen, weil die Person, dein Gegenüber, mit Sicherheit verletzt sein wird. Ja, ich glaube, das geht nicht ohne Drama. Glaube ich, um ehrlich zu sein, auch. Aber ich mache gern Drama. Ja, es gibt aber auch viele Menschen, die machen nicht gern Drama. Weil was macht man denn dann? Wie sagt man denn, wenn du merkst, stell jetzt mal vor, deine beste Freundin, die Lena, wäre jetzt in Zukunft richtig falsch zu dir, würde dich voll hintergehen, mit anderen über dich lästern und du würdest dir so denken, nee, gar keinen Bock mehr auf diese Freundschaft. Wie sagst du dir das? Ich würde die so anschreien. Aber es sind ja nicht alle Menschen so. Viele sind ja auch so, die wollen einfach einen geraden Schnitt haben und damit nichts mehr zu tun haben und es hinter sich lassen, ohne jetzt da ein großes Ding draus zu machen. Ja, aber das ist mehr, da kein großes Ding dann draus zu machen. Ich weiß nicht, das ist voll schwierig. Man kann halt versuchen zu sagen, ey Leute, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe einfach gemerkt, unsere Charakter, die passen nicht zusammen und ich fühle mich in der Freundschaft nicht wohl. Das macht keinen Sinn für mich. Aber ich glaube, da gibt es trotzdem halt ein Drama, weil die Person sagen wird, ey, ist die behindert, warum jetzt auf einmal so und, ne? Und dann fangen die Lästereien an. Ja. Also bei mir nämlich genau selber. Ihr müsst euch einfach denken, ihr lebt nur einmal und euer Leben ist viel zu kurz, um das mit Leuten zu verschwenden, die euch nicht gut tun, die euch schlecht reden, die euch nichts gönnen oder die hinter eurem Rücken über euch reden. Deswegen nehmt euren Mut zusammen, sagt einfach so, wie es ist, ey, ich habe da keinen Bock mehr drauf, es passt einfach nicht und ich fühle mich von dir ausgenutzt oder was weiß ich. Und dann versucht dann einen Cut zu setzen irgendwie. Ich weiß, es ist einfacher gesagt als getan, ich habe das auch schon selbst erlebt. Aber bei mir war es immer so, so Fake-Freundschaften sind immer auseinandergegangen, weil wir uns übel gezofft haben irgendwann. Das war nicht so, dass ich gemerkt habe, boah, ist voll die Fake-Freundin, ich beende das jetzt, sondern wir haben uns richtig gestritten dann über verschiedene Themen und dann war klar, dass es beendet ist und nie wieder was wird. Mhm. Ich glaube, man merkt das auch irgendwie in der Freundschaft, weil wenn ich jetzt zum Beispiel merke, mein Gegenüber ist ein Fake-Friend, bin ich ja anders zu der Person als vorher. Bin ich ja abweisend und so. Und wenn die Freunde dich gut kennen, dann merken die das ja, dann wissen die, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich habe mir so was Längeres. Da hat ein Mädchen eine Story von sich erzählt. Vor ein paar Jahren ist ein neues Mädchen in meine Klasse gekommen. Sie hatte halt echt keine Freunde. Hab mich dann mit ihr angefreundet und habe sie immer mit zu meinen Freunden genommen. Meine Freunde haben sich dann auch mit ihr angefreundet. Und jetzt ist sie nur noch mit meinen Freunden befreundet. Und nicht mehr mit mir, obwohl ich nichts gemacht habe. Ohne mich hätte sie niemanden gehabt und jetzt bin ich die Dumme. Und das ist mir gleich zweimal passiert, also mit zwei Freundinnen. Ich kenne das.
Ich auch. Ich habe es auch schon so oft gehabt. Und im Nachhinein ärgere ich mich immer, immer wieder. Und deswegen sage ich auch immer... Ich ärgere mich immer, dass ich von der Freundin meinen Freunden vorgestellt habe. Und deswegen bin ich mittlerweile auch so, dass ich sage, ich habe verschiedene Freundeskreise, wisst ihr? Es gibt so Leute, die würde ich nie zusammenführen. Weil ich ganz genau weiß, am Ende werde ich es bereuen. Man hat ja meistens nicht nur einen Freundeskreis, sondern man merkt so mit den Personen, ich weiß, die können nicht zusammen chillen oder das passt nicht oder bei denen bin ich ein bisschen anders so. Das heißt nicht, dass du dich verstellst, aber man hat ja verschiedene Arten an sich irgendwie. Ich bin ja mit meiner Schwester zum Beispiel auch anders als jetzt zum Beispiel mit... ich bin eigentlich schon ziemlich gleich bei meinen Freunden. Aber so unter den Freunden, zum Beispiel jetzt mit Julia bin ich anders als mit Charlie. Mhm. So, weißt du, das ist ja auch nicht schlimm ist, aber... Ich weiß nicht, was man dazu sagen kann. Ich würde mich halt übel ausgenutzt fühlen, übel verarscht von der und ich glaube, ich hätte einen üblen Hass auf die. Ich auch, ich würde die wieder rausegeln. Ich weiß nicht, wie man das am besten anstellt, was man da am besten macht. Ich würde mit der reden, so vernünftig, so normal, dass sie das stört. Und wenn die da nichts zurückgeben würde, würde ich das dem Teil machen. Ich würde vielleicht auch erstmal versuchen anzusprechen und zu sagen, ey, wenn ich nicht gewesen wäre, hättest du jetzt gar keinen in der Klasse und ich habe dir hier so die Tür quasi aufgehalten und dich auch noch reingebeten, keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Und du gibst mir dann einen Arschtritt von hinten. Deswegen, so würde ich das einfach sagen, wenn sie dann wirklich gar nicht auf dich eingeht oder so, dann sie einfach komplett links liegen lassen. Versuchen trotzdem weiterhin mit deinen wirklichen Freunden was zu machen und sie komplett zu ignorieren. Weil meistens ist es so, wenn du Menschen anfängst zu ignorieren, fucken die sich so sehr darüber ab, dass sie anfangen zu lästern. Nein, dass sie wieder deine Aufmerksamkeit haben wollen. Lästern tun die so oder so, ob du sie ignorierst oder nicht. Ich kann euch wirklich nur sagen, überlegt euch, welche Freundeskreise ihr zusammentut. Weil das kann schnell nach hinten losgehen, das habe ich auch schon ganz oft gehabt. Ich dann Leute zusammengebracht habe, die sich dann zum Beispiel, ich habe mich mit der einen Person gestritten, die haben sich trotzdem noch verstanden, wisst ihr, das ist voll der Streitpunkt einfach. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, die verstehen sich auch gut und kann ja nicht sein, dass sie jetzt nicht mehr miteinander reden, nur weil ich Streit mit der einen Person habe. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch so, reden die über mich oder so, wisst ihr, das ist alles ganz schwierig. Meine beste Freundin lügt mich nur noch an, was soll ich tun? Für mich keine beste Freundin. Wenn man ihr nichts erzählen kann und sie einen nur anlügt, ich würde die sofort im Wind schießen. Ich würde erstmal vielleicht auch mit dir reden. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt peinlich. Die haben mich jetzt direkt neben uns gestellt. Ich kack doch hier komplett ab. Das war's dann wieder komplett. Egal, red weiter. Ruhig unterbrochen. Warte mal. Achso, ich würd vielleicht erstmal mit ihr reden, warum sie das alles macht, weil es gibt ja wahrscheinlich Gründe dafür, dass sie nur anlügt. Kommt auch drauf an, in welchem Zusammenhang sie lügt. Was sie zum Beispiel erzählt oder so, weißt du? Mhm. Das wissen wir ja jetzt nicht. Kann sein, dass es nur so kleine Lügen sind, wie zum Beispiel, ich habe heute keine Zeit, obwohl sie Zeit hat, so, weißt du? Oder halt auch so große Dinge, kommt halt drauf an. Das würde ich dann ansprechen. Ja, einfach versuchen, echt mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, ey Girl, warum lügst du mich die ganze Zeit an? Oder ich habe so das Gefühl, du lügst mich die ganze Zeit an. Ich dachte, wir sind beste Freundinnen und da erzählt man sich doch alles und sagt sich auch die Wahrheit. Und wenn du merkst, sie geht echt gar nicht drauf ein oder streitet es auch noch ab, dann versuchen, echt einen Cut zu setzen und so dann das hinter sich zu lassen. Auch wenn es schwer ist, klar, beste Freundin und so, aber es kommen noch so viele Menschen in dein Leben. Und es ist so selten, dass man eine Person wirklich vom Kindergarten her kennt und dann noch ewig lang mit der befreundet ist. Deswegen, ich habe auch schon so viele beste Freundinnen gehabt, ungelogen. Und immer wieder war ich an so einem Punkt, da hatte ich so das Gefühl, ja, ich glaube, das ist die Richtige. Aber es ist gar nicht so einfach, wirklich so deine Seelenverwandte zu finden. Die wirklich so ist wie du und dich so akzeptiert. So viele hatte ich gar nicht. Du hattest? 3. Wen? Ich hatte... Das waren meine richtigen besten Freunde. Ich hatte die 4. Ich finde aber, das ist schon viel irgendwie. Und die waren halt alle irgendwie unterschiedlich. Und ich würde sagen, eine von denen war auf jeden Fall ein Fake-Friend. Also die zwei, die ich zum Beispiel in der Schule hatte, die waren nie Fake-Friends irgendwie. Ich habe mich immer gut mit denen verstanden. Die waren immer gut zu mir. Die haben
nie über mich gelästert oder so. Die haben wirklich alles für mich gemacht und ich habe auch alles für die gemacht. Und so musste in der Freundschaft auch sein, dass einfach auseinandergegangen, weil wir dann halt irgendwann nicht mehr in der Schule waren. Aber diese eine beste Freundin, die ich hatte, war wirklich ein Fake-Friend. Die hat mich so ausgenutzt. Wirklich, ich habe so viel gegeben in dieser Freundschaft, habe so viel gemacht auch für sie und so wenig zurückbekommen. Und deswegen... Sprichst du mir aus der Seele. Okay, eine Sache besprechen wir noch, würde ich sagen. Was ist denn noch interessant bei Fake-Friends? Wir haben jetzt gesagt, wie man die los wird, wie man sie erkennt. Was sagt ihr dazu, wenn eure beste Freundin eine andere beste Freundin hat? Okay, das Thema können wir noch mal kurz besprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch der Meinung, man kann nur eine beste Freundin und einen besten Freund haben. Es gibt viele Menschen, die sagen, man kann mehrere haben. Ich bin absolut kein Fan davon. Ich finde eine beste Freundin, eine Person, die dich wirklich in- und auswendig kennst und der du wirklich von A bis Z alles erzählen kannst. Das gibt nur Streit sonst irgendwie. Ja. Und zu dritt geht schon mal gar nicht. Ja, weil da ist einer immer ausgeschlossen. Das war bei uns damals auch so. Wir waren auch immer diese Dreiergruppe. Und das ging auch oft nach hinten los. Hat er sich jetzt dann zum Parken hingestellt oder steht er nur da wegen McDrive? Weil sonst komme ich gleich nicht mehr raus. Wegen McDrive. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist halt, man fühlt sich voll irgendwie so wie das dritte Rad am Wagen, wenn du so plötzlich siehst, dass deine beste Freundin jetzt irgendwie so mit einer anderen so mehr Kontakt hat und dann auch so auf TikTok oder Insta steht, ja, beste Freundin für immer, obwohl es eigentlich deine beste Freundin war. Ich würde mich dann so distanzieren von der. Ich glaube, das wäre dann ich so. Aber es kann auch sein, wenn du dich distanzierst, dass du dann noch alles schlimmer machst. Dass sie dann noch closer zusammen werden. Also ich kann euch wirklich sagen, in diesen 22 Jahren, in denen ich jetzt lebe, habe ich echt gelernt, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Man muss über seine Probleme sprechen, auch wenn das manchmal nicht so leicht ist und du dir denkst, nee, ich hasse es, über Ärzte-Themen zu sprechen oder so. Ich bin auch manchmal so, aber man muss einfach sowas ansprechen, damit keine Probleme entstehen. Guck mal, ich zum Beispiel jetzt, und ich habe es direkt angesprochen und somit war das Thema aus der Welt. Stell mal vor, ich hätte es nicht angesprochen, dann hätte die eine Person das so in sich reingefressen. Wie angesprochen was? Ich kann euch jetzt nicht sagen, was ich meine, weil, ne, aber ich habe es wirklich direkt angesprochen und so muss es auch sein. Ja, Leute, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir das Video. Falls ihr noch einen zweiten Teil haben wollt, schreibt uns das gerne in die Kommentare, weil ich glaube, das ist so ein Thema, da kann man ewig lang drüber reden. Und wir haben auch bestimmt noch einige Punkte noch gar nicht angesprochen. Gebt dem Video super gerne einen Daumen nach oben, das würde uns sehr freuen. Folgt uns auf Insta, das würde uns auch freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Bye.